Resita, kommen Sie mal her. Hey, Sida, kommen Sie mal her. Was wollen Sie? Ich bin Ihr Vorgesetzter. Ich bin verrückt geworden. Ich bin der Volksbeauftragte Emil Barth von der USPD. Und welches Volk hat Sie beauftragt? Sie haben mir Folge zu leisten. Ich nehme Befehle nur vom Reichskanzler Ebert entgegen. Und überhaupt, wo waren Sie im Krieg? In den Munitionsfabriken in Spandau. Ach. Dann haben Sie mit Ihren Streiks also dafür gesorgt, dass uns an der Front die Munition ausgeht. Und jetzt ist alles verloren. Mann, reden Sie kein Blech. Mensch, was wollen Sie hier? Ich will Aufklärung betreiben, um gegen Revolution und Bruderkrieg zu verhindern. Aufklärung betreiben wir schon selber. Dafür brauchen wir ganz bestimmt nicht Sie. Lassen Sie mich und meine Genossen vor Ihren Leuten reden. Ich stelle Ihnen vor, der Rat der Deserteure. Wenn Sie nicht augenblicklich den Bahnsteig räumen, dann gibt's Dresche. Platz da. Thank you.